In Ägypten ist die Verzögerung der Verlobungszeit ein heiß diskutiertes Thema und wirft viele Fragen auf. Während die Verlobungszeit früher eine kurze Phase war, die zur Ehe führte, verbringen junge Männer und Frauen nun oft Jahre in dieser Phase, bevor sie den nächsten Schritt wagen. Dieses Video wird präsentiert von 1001 Arabisch. Im Beschreibungskasten und in den Kommentaren findest du den Link zu unseren Kursen zum Erlernen des ägyptischen Dialekts. Liegt es an den wirtschaftlichen Umständen oder an den veränderten Vorstellungen und Erwartungen beider Seiten? Einige sehen das Abwarten als Garantie für eine erfolgreiche Ehe, andere betrachten es als Hindernis, das den Druck auf das Leben erhöht. Die Wahrheit bleibt eine Frage der Diskussion und die Frage stellt sich, ist die längere Verlobungszeit förderlich für die Beziehung oder eher das Gegenteil? In einigen Fällen kann die Verlobungszeit bis zu 8 Jahre dauern, eine lange Zeit, in der die Verlobten ohne sexuelle Beziehung zusammenleben. In einer Gesellschaft, in der die finanziellen und sozialen Erwartungen zunehmen, wird die vollständige Vorbereitung auf die Ehe zu einer großen Herausforderung, die die Beziehung unter starken Druck setzt und letztendlich zur Trennung führen kann.